Hallo meine Freunde und schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir fahren heute, ja, wieder auf der Euromap. Ich sage einfach mal Euromap, ihr wisst, was ich meine. Aber ihr seht schon, wir haben so einen Container geklaut. Nein, wir werden heute von Hamburg Richtung Flensburg fahren. Das ist gar nicht so eine weite Strecke, aber ich dachte mir, hey, nicht immer. Ab und zu sieht man sogar mal den LKW ja, ohne Container und nur einen Anhänger. Deswegen 180 Kilometer werden wir jetzt hier gemütlich durch Hamburg fahren. Und da würde ich einfach mal sagen, wir steigen mal ein und machen den Motor einfach mal an. Wir haben Warmblinkanlage. Wir haben heute hier ausnahmsweise hier vor der Bushaltestelle gestanden. Aber ich fand das irgendwie cool mit den LKWs hier an der Seite. Ja, warum nicht, ne? So, was haben wir hier drin? Ein Rückwärtsgang? Edeltraut. Ne? So viel Zeit muss sein. Ach, hier bin ich jetzt unterwegs im herbstlichen Setting. Fand ich irgendwie ganz nice. Ja, nicht nur immer diesen Winter, sondern auch mal ein bisschen herbstlich. Wir werden immer so einen kleinen Mix aus vielen der Sachen hier machen. Ne? So, erstmal muss ich jetzt hier eine kleine Runde drehen, bevor wir hier weiterfahren. Ah. Und ich glaube, einem von den Jungs und Mädels, die hier an dieser Map rumbasteln, haben mir auch geschrieben, ich glaube, das war so, dass ich wahrscheinlich den Traffic manchen Bereichen zu hoch habe. Ja? Also ich habe den 1 bis 2 sollte sein. Ich bin hier, glaube ich, bei 4 oder 5 und das kann natürlich dazu führen, dass der ein oder andere Problempunkt ja, kommt. Gerade auf den Hafen, da sollte eigentlich oder war früher kein Verkehr. Da wurde jetzt Verkehr hinzugefügt. Ich glaube, es war am Bremerhaven oder ja, Bremerhaven, ja. Und ja, das wurde da hinzugefügt, um das einfach mal auszuprobieren. Aber es ist halt nicht ausgelastet für solche ja, Traffic-Erhöhungen. Dann sollte man lieber wahrscheinlich so einen Traffic-Mod nehmen. Da ist jetzt natürlich die Frage, welchen Traffic-Mod sollte ich mir vielleicht angucken? Gibt es einen guten Traffic-Mod im Steam Workshop? Dann haut das mal bitte rein, dass man das sich vielleicht mal ja, ausprobiert. Und dann die Frage, muss man denn den Traffic auf 1 setzen oder reicht es dann, ja, und der korrigiert es dann alles alleine? Wäre mal so eine Frage an euch, die Community. Und ich habe hier jetzt nur ein Lackierungsmod für LKW-Anhänger, glaube ich, drin. Ja, Trailer, LKW. Guckt euch mal an, was da hinten schon wieder los ist. Ne? Seht ihr das? Was für ein Stau. Ja, vielleicht sollte ich den Traffic mal auf 3 setzen. Ja, frisst natürlich auch unnötig, denn auch ein bisschen Performance. Hat natürlich irgendwie was Schönes, wenn es so belebt ist. Ne? Ich werde vielleicht das mal auf 3 machen. Gucken wir mal. Ui, was ist hier? Hier ist ein Auto. Oh, da muss man aufpassen. Aber, hey, genau solche Sachen. Wir müssen jetzt so einen kleinen Kreisverkehr fahren hier. Ja. Dann kommt halt sowas, ne? Wenn die LKWs und dies und das, wenn zu viel Traffic ist, dann kommen die nicht ganz so mit klar. Schauen wir mal. Nein, der braucht hier was. Ja. Gucken wir mal, was er hier macht. Ja, siehst du, da ist nämlich der andere LKW. Sollte uns aber nicht weiter kümmern. Ach, weil hier noch ein Auto ist. Stört uns nicht. So, hier haben wir auf dem Parkplatz gestanden. Eigentlich nie auf dem Parkplatz. Durften wir eigentlich gar nicht stehen, aber hier drüben ist alles voll gewesen, da wo ich mir eine Fracht abgeholt habe. So, dann hoffen wir mal, dass es nicht ohne, dass es hier ohne Probleme hier alles abläuft. Dass wir es hier hinkriegen und unsere Fracht hier abgeben. 450 PS, Scania R. Und hier, guckt euch an, der Bus an der Bushaltestelle. Sowas mag ich ja. Warum kriegt das SCS nicht hin? Dass man einfach mal einen Bus an der Bushaltestelle einfach mal so als, naja, Gerät so hinstellt, ne? Wir müssen nach vorne erstmal rüber. Was sehe ich denn hier? Ah, hier. Ach, die Bahn fährt. Schön.
hier ist Totenstille, hier ist gar kein Verkehr. Ein bisschen vorsichtig jetzt hier rumfahren. Ah. Nein, 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 nein. Da ist er wieder. Ja, es war mal wieder ein kleiner Absturz. Und deswegen habe ich ein paar Mods rausgemacht. Und ihr seht schon, bla bla bla, irgendwelche Vehicles. Wir machen jetzt aber Traffic mal auf 3. Ja, gucken wir mal, wie sich das dann verhält. Wir machen den Motor an. Wir sollten vielleicht auch mal das Licht, haben wir schon auf Very High gemacht. Aber irgendwie wirkt das hier noch so ein bisschen dunkel. Gucken wir mal. Jedenfalls probieren wir mal aus. Vielleicht ergibt sich da was. Ich habe nur einen Traffic-Mod drin, und zwar Lackierungs für die LKW. Mal sehen, wie sich das jetzt alles hier ja, verhält. Ach. Ein bisschen Traffic will ich ja schon haben. Ne? Also zu wenig ist ja dann schon. So, jetzt sind wir hier wieder an der gleichen Stelle und mal gucken. Ich habe nämlich dieses Oldtimer-Gedöns mal rausgemacht. Also, hier steht das Auto nochmal da. Genau, jetzt kommen wir gleich an der Stelle, wo wir vorhin waren. Also, dies mit den alten Autos habe ich jetzt erstmal als Mod rausgemacht. So, wir haben hier auf jeden Fall erstmal keinen Stau. So, jetzt kommen wir gleich an die Stelle, wo wir vorhin waren. Das ist immer ein bisschen ein Spiel. Und für mich alleine habe ich ja immer gar keine Zeit, das auszutesten. Deswegen mache ich das jetzt einfach mit euch gemeinsam. Ich glaube, es liegt an irgendeinem Mod. So, hier haben wir jetzt den Bus gehabt. Gut. Ja, aber ihr könnt ja trotzdem mal sagen, welcher Traffic-Mod oder besser gesagt, welcher Mod für den KI, wie viele Fahrzeuge unterwegs sind, wäre denn optimal. Dann könnte man da vielleicht mal was ausprobieren. So, das ist natürlich immer typisch, ne? Man hält an. So. Bis hierhin sind wir gekommen. Bis hierhin sind wir gekommen und dann gab es einen Absturz. Gut, also es liegt nicht an der Map, es lag an irgendwas anderes. Das ist ja manchmal, gibt es ja Kartenabschnitte, das wurde mir ja auch mal gesagt bei der Pro-Mods irgendwie. Aber manchmal ist das auch wirklich, liegt es an der Reihenfolge. Ja, an der Reihenfolge, wie man manche Mods drin hat. Weil komischerweise irgendwo funktionieren alle meine Jazzycat-Mods und dann mal irgendwo wieder nicht. Also ich weiß echt mal nicht, was da Phase ist. Also es ist immer ganz komisch. So, wir haben 175 Kilometer. Wir sind so gut wie noch gar nichts gefahren. Ne? Wir fahren dann noch auf Autobahn. Aber man merkt schon, wie lange man hier braucht. Ne? Ich finde es irgendwie gerade so richtig klasse, hier in dieser Kombo unterwegs zu sein. Einfach mal kein Anhänger dran. Von Hamburg nach Flensburg. Weil er lebt hier wieder was. Was ist denn hier los? Auf der Brücke. Und kein LKW und Auto kommt von vorne. Ja, schauen wir mal. Wenn es hier gut läuft, dann auf dem richtigen Weg. Vielleicht hat es auch einfach, dass zu viel Traffic unterwegs war, ja. Vielleicht habe ich das wirklich auf 5 gestellt, war ein bisschen zu viel. Vielleicht nach und nach mal ausprobieren. Und das gilt ja dann auch für alle, ne? Spielstände. Es ist ja dann immer dieses, das ja, setzt sich ja nicht zurück. Also ich habe, also ihr könnt natürlich was anderes sagen, aber wenn ich das einmal irgendwo eingebe, dieses G-Traffic auf 3, dann ist es auch bei allen Maps dann so, ne? Also so kam es mir auf jeden Fall mal vor. So, jetzt
Erstmal. Bisschen vorsichtig fahren hier. Ich fahre ja schon ganz schön zügig. Guckt mal unten. So, da haben wir wieder. Schöne Brücke. Ja, ohne irgendwelche Zeichen. Das ist immer ganz. Ach, das mag ich nicht. Oh. Ah, das war schon ganz schön rotzfrech, ne? Und hier. Brücke. Oh, fahren wir jetzt über die Brücke rüber oder? Hier unten durch, ne? Hier unten irgendwo lang. Immer schön in den Spiegel gucken. Junge, 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 Junge. Hallöchen. Oh. Also wenn hier Winter ist. Ja, ich weiß, hätte die Achse heben müssen. Weil jetzt keine Lust. Wir schaffen es. Wir schaffen das alles. Gar kein Problem. Wir haben es geschafft. Oh, da hinten die Brücke. Schön. Sieht herrlich aus. So. Jetzt müssen wir gleich in den Tunnel reinfahren, ne? Fahrt alle rüber, LKWs. Fahrt alle rüber. Ach, gut. Wir sind wieder auf Kurs. Muss ich ja ehrlich sagen. Das erfreut mich natürlich, dass wir jetzt endlich hier Richtung Flensburg fahren können. 170 Kilometer. Wir haben ja so gut wie gar nichts geschafft und sind schon ordentlich lange unterwegs. Ja, was willst du machen, ne? Was willst du machen? Ach. Wieder so viel. Ach, warte mal, ich habe ja hier noch einen kalten Kaffee. Ich nehme das ja hier am 5. auf, also am Montag. Da habe ich ja schon das eine oder andere Video gemacht. Also das Video für Dienstag, für Mittwoch. Ja, muss ja auch mal sein. So, was fährt denn der jetzt eigentlich so? Ich habe extra da noch eine Umleitung reingemacht, dass wir da noch ein Stück woanders lang fahren. Ich denke mal, das kann man durchaus machen, wenn wir hier. Das ist ja eigentlich nicht weit, ne? Bis nach Flensburg. Das ist ja. Ja, ein Katzenschiss von Hamburg aus. Das funktioniert ja alles. Da mal schnell seine Ladung hinbringen. Diesen einen Container. Dass man nicht ganz so sinnlos unterwegs ist. Aber halt hier dieser andere Mod, der damals gemacht wurde, also hier mit dem Container, ihr wisst doch wahrscheinlich, mit der Wechselbrücke, der wird irgendwie gar nicht mehr, oder? Ich habe den gar nicht mehr so auf dem Schirm. Wo du denn halt nicht wusstest, was für eine Lackierung. Ja, wo war dann einfach, ja, dann hast du einfach irgendwelche Frachten dran gehabt. Das war irgendwie ganz komisch mit der Bestückung, da musste man irgendwie komische Reihenfolge machen. Fand ich irgendwie ein bisschen schwierig. Die Idee war ja gut, man ist dann halt so wie in echt, halt ohne irgendwie einen Aufbau gefahren und dann ist man dann hin, sollte auch, hätte auch probieren können, hinten einzuparken, weil dann die Füße da unten waren. Die Idee war ja schon gar nicht mal so schlecht, aber das Problem ist halt, dass die Umsetzung, ne, das war für viele dann doch ein bisschen zu schwierig. Und durchgesetzt, muss ich sagen, hat sich eigentlich nur die Wechselbrücke hier, ne? Ja. So. Traurig, wie es sich manchmal anhört, ne? Dann macht der andere es halt nicht mehr weiter, weil, naja. Und das ist hier und natürlich auf dem Steam Workshop, ne? Das muss man auch sagen. Das macht schon einiges her. Oh,
Oh, hier, gucke an, wie sie alle mal rumfahren. Ist das nicht schön hier im herbstlichen Setting, obwohl wir jetzt Winter haben, aber ich wollte jetzt nicht nur im Schnee unterwegs sein. Aber ich muss sagen, jetzt gibt es hier gar keine Probleme. Ich glaube, mach mal hier das Dings an. Doch, ich habe hier Error Traffic. Safe, bla bla bla, Traffic, Error. Irgendwie was mit. Ja. Keine Ahnung, was von. Damit kann ich nicht anfangen. Na, schauen wir mal. Was da noch rauskommt. Wenn er jetzt nicht abstürzt, dann probiere ich mal nach und nach mal auf den Spielstand andere Sachen und dann hoffe ich, dass es irgendwann mal wieder so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Ja, wichtig sind wahrscheinlich auch, dass die Lackierung von den Trucks, das da ein bisschen unterschiedlich bei den Autos. Ja, es, man erkennt die ja schon, was für eine Fahrzeuge das sind, aber ja, ein bisschen mehr Feeling ergibt sich das natürlich schon, wenn man dann halt die originalen Logos drin hat, ne? Ah ja. So. Jetzt fahren wir erstmal hier runter, weil ich mir extra die Strecke noch ein bisschen umgesteckt habe. Dass es nicht so eintönig ist. Ja, Autobahn fahren kann jeder, ne? War denn da hoch hier auf der Autobahn Berlin? Ach, das ist auch eine Fahrerei. Das muss man mögen. Das muss man wirklich mögen. Wenn da die Berufsverkehr oder so ist. Eieieiei. So. Jetzt gucken wir mal. Ah, die fahren da alle rum. Gut, alles klar. Fein. Ach. Ja, ich denke mal, Verkehr ist hier trotzdem noch ordentlich, ne? Also. Manche viele LKWs hier unterwegs. Dann fahren wir noch ein bisschen Landstraße und dann war bei da. Juhu! Einfach mal hier rüber. So, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, was ist denn das jetzt für eine Abfahrt hier? Muss er jetzt hier runter? Ah ja, ich war hier bestimmt schon mal. Aber die Strecke wurde alles irgendwie komplett nochmal überarbeitet. Jetzt hier lang. Ach, hör auf. Ach, hör auf. Jetzt fahren wir auch noch Schotterweg hier lang, oder was? Na, wieso das denn? Ja, ich find's ja gut, ne? Also, warum nicht? Haben wir ja so eine kleine Abkürzung, ne? Ah ja. Oh. Ich glaube, das sagt mir noch was. Ich glaube, hier mit den Bahnschienen. Ja, mir sagt das noch was. Genau solche Sachen, also Stau auf der Straße, wir müssen jetzt einen kleinen Sandweg langfahren, so wie es manchmal ist, ne? Da kann man nur hoffen, dass man nicht irgendwie ein tiefer gelegtes Fahrzeug hat. Das hatte ich mal bei meinem Passat. Und auf jeden Fall die anderen Leute, die hinter einen gefahren oder fahren mussten, die waren nicht so erfreut, dass du dann ja versucht hast, jedes Löchlein zu umkreisen, ne? Und dann eigentlich nicht in der Fahrrille gefahren ist, sondern so ein bisschen versetzt, dass man da ja nicht irgendwie zu tief aufsetzt, aber es hat eben nur bedingt geholfen, ne? Aufgesessen hat er trotzdem jedes Mal. Naja. So ist es halt, ne? Was willst du machen? So. Wie schnell dürfen wir fahren? Ich würde mal sagen, wir machen mal auf 70. Da wird da ja die KI oder besser gesagt die Polizei trotzdem jammern.
Aber hier ist erstmal nicht so richtig los, ne? Also scheint es ja 27 Kilometer noch. Da sind wir ja gleich da. Hier ist ja Totenstille. Hier ist ja gar nichts los, wa? Also haben wir wenigstens ein bisschen was abgefahren. Vielleicht haben wir ja Sonntag, wa? Was haben wir denn hier? Ne, Samstag. Ja, die werden alle irgendwo am Kuchen essen sein, wa? 11 Uhr noch was? Ne, Mittagessen. Das siehst du, guck an. Mittagessen. Lecker. Schön. Schöner Braten oder sowas. Mit Rotkohl und Klöße und so. Ach, eine Entenbeine. Genau sowas. Herrlich. So, willkommen in Flensburg. Ich gucke erstmal, wie viele Punkte ihr habt. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie viele Punkte habt ihr denn auf dem Konto in Flensburg. Ich muss sagen, ich glaube, momentan null. Und das ist auch gut so. Ey, das ist es aber. Hä? 18 km innerorts? Wie viele Punkte macht das? Ich rede gerade und dann klatsch. Müssen sie mir gleich wieder ein paar Punkte vergeben, ey. Oh, wo müssen wir eigentlich hin hier? Jetzt eigentlich geradeaus hier rüber. Da ist dann der Hafen und da müssen wir unsere Fracht abgeben. Also mal schauen hier, hier ist ja alles so enge. So, grün. Wir haben keine Zeit. Bei Netto müssen wir wahrscheinlich abgeben. Warte, den ganzen Container. Oder? Nee, hier drüben. Oh nein, jetzt will der hier rum. Ja klar, was sollte ich machen? Mich auflösen? Ich glaube, ich muss hier rüber zu Netto, ne? Ne, hier rüber. Netto nicht. Na, hier ist... Hier ist alles gesperrt, ne? Ah ja, ich kann es ja ändern. Das ist hier. Die Frachten sind so groß. Ja, gut. Jetzt hat das geklappt ohne Probleme. Ich habe jetzt, wie gesagt, den alten Traffic-Mod rausgemacht. Wahrscheinlich war da die Reihenfolge nicht die korrekteste. Bis jetzt aber ist alles gelaufen. Ich werde es nach und nach ausprobieren. Aber es war noch eine schöne Fahrt von Hamburg Richtung Flensburg. Fand es irgendwie ganz angenehm. Wenn ihr mehr sehen wollt oder andere Ideen habt, schreibt es bitte in die Kommentare, würde mich freuen. Und spätestens am Sonntag bin ich wieder live. Da wollen wir ja Truckers MP auf der ProMods unterwegs sein. Und ja, dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend und sage haut rein, macht's gut. Bye, bye.